So, hallo, wir machen weiter bei Yet Another Mario World. In dieser Woche machen mich meine Spiele fertig. Ah, unglaublich. Das letzte Mal haben wir den Wall Jump gemacht. Und jetzt machen wir Star Ocean. Au. Oioioi. Ich bin gespannt. Geh runter, danke. Ich hoffe, dass hier jetzt ist von der Zeit nicht genauso knapp wie. Ach, natürlich kommt hier so ein Zeug raus. Natürlich, natürlich. Kein Problem. Kein D-Mark. Kein D-Mark. Keine D-Mark. Alles in Ordnung. So. Macht euch weg. So, die Musik leckt irgendwie schon wieder furchtbar. Ich weiß nicht warum. Es tut mir leid. Nein. Niemand braucht eine Yoshi-Coin. Und weiter. Und gleich da. Nein, okay, nicht hoch. Okay. Erstmal jammern, Hashtag. Nein. Okay. Ach so, Moment. Machen wir so. Ich dachte erst, ich muss in die Lücke von den beiden. Ah, das ist natürlich Käse. Dann komme ich da ja gar nicht mehr raus. Doch, da komme ich sogar raus. Doch, ich kann auch in die Lücke. Nein, kann ich nicht. Okay. Danke. Da laufen wir einfach mal durch. Das sollte hinhauen, jawohl. Das ist auch kein Thema. Die Frage ist halt nur, wie es zeitlich ist. Was ich mir erlauben kann. Und was nicht. Hallo Pia. Oh nein. Guck mal da unten hin. Nein. Gut, ich muss ihn aber dann hier schon rauslassen. Ich muss den dann hier schon rauslassen. Da muss ich zumindest mit dem P-Switch nicht durch diese Scheiße hier durch. Dann kriegen wir mit Sicherheit gleich wieder diese Blöcke, die mich auf den Boden der Tatsachen holen. Ziemlich sicher sogar. Ja. Da geht's schon los. Au. Der Star Road scheint immer Dinge zu recyceln, die er schon mal verwendet hat. Und die ihm besonders gut gefallen haben, offensichtlich. Mir ja eher nicht so. Was? Ach ja, Secret Exit und so. Dann haben wir den Secret Exit. Gut. Ja, das war das Secret Exit. Sehr schön. Normal Exit hier, wie gesagt, kann mich alles mal kreuzweise. Star Skies. Ja. Die Message Box soll bestimmt sagen, dass man hier Speed sammeln kann. Gut, dass sie das auch tut. Jesus, jetzt kommt wieder das, wo ich nicht steuern kann.
Warum springt er nur so wenig? Nur so gering? Ah. Okay. Irgendwas funktioniert hier nicht. Vielleicht mal ohne die Renntaste. Einfach mal nur den Sprung. Dann komme ich schon mal weiter und jetzt noch rechtzeitig. Höher. Höher. Ja. Ach, ich habe wieder eine Taste gedrückt. Slow-mo. Das ist zu niedrig. Wann springt er höher? Wann springt er hoch? Warum springt er manchmal so niedrig? Ah, okay, kurz davor. Und jetzt sind wir da drin gelandet. Ja, meine Herren. Aha. Das heißt, hier wird der blaue Schalter hauptsächlich recycelt, offensichtlich. Darüber. Nein, ich darf die Taste nicht drücken, Mann. Warum lerne ich denn das nicht? So geht das, okay. Zumindest theoretisch. Fast. Noch einen Ticken eher wahrscheinlich loslassen. Jawohl. Oh, Gott. Lauter so Gelumpe jetzt hier. Hm. Oh, sogar erwischt. Wenigstens etwas. Das muss ich wahrscheinlich mitnehmen. Was? Die Frage ist, muss ich das jetzt schon benutzen? Oder muss ich das noch mitnehmen? Ich könnte theoretisch... Nee, da kann ich mich reinschießen. Das haut hin. Ja, das haut hin. Muss ich nur rechtzeitig loslassen und dann wieder Gas geben. Okay. Das funktioniert. Das heißt, das muss ich noch mitnehmen. Okay. Fast. Wahrscheinlich brauche ich das Springboard für den Secret Exit. Könnte ich mir jetzt vorstellen. So oder so müssen wir es mitnehmen. Keine Frage. Uäh. Ja. Jetzt muss ich hier erstmal irgendwie... Oh, es hat gereicht. Ich hatte schon Bedenken, dass ich das nicht tun würde. Huch! Okay. Oh, hierfür brauche ich's. Hm. Na gut. Sieht zumindest ganz danach aus, dass ich es für hier brauche. Wissen kann ich es noch nicht so ganz. Das sollte passen. Na, fast. Na, fast. Oh, das war viel zu niedrig. Das war dumm. Na, das war knapp. Das war nix. Das sollte... Nein. Das wird nichts. Nein. Bei weitem nicht. Bei weitem nicht. Obendrauf darf ich nicht. Ich muss wirklich die Seite erwischen. Beziehungsweise die Ecke. Und dann nichts mehr drücken halt.
Ja, noch ein bisschen höher eigentlich. Blöd, wie mache ich das? Vielleicht ist es einfacher, wenn ich von unten hochspringe. Kommen Sie mal mit. Kann durchaus sein, dass das dann der... Ja, Tatsache. Okay, gut, dass ich das gemacht habe. Au! Schmeiß mich halt durchs Loch. Yeah! Wie komme ich jetzt? Wie komme ich da hoch? Indem ich mich so hoch katapultiere. Okay. Was ist da unten? Nichts. Also selbst wenn ich das schaffe, ich lande auf den Mann schon. Ich habe keinen Stern. Brauche ich einen Stern oder was? Habe ich irgendwas verpasst? Oder kommt man da wirklich irgendwie drüber? Komisch. Fragezeichen. Vielleicht erstmal in die andere Richtung. Hier so. Brauche ich hier vielleicht alle Yoshi-Coins? Das wäre gemein. Denn die habe ich jetzt nicht. Was ist, wenn ich mich... Nee, da ist aber auch nichts gewesen. Da waren noch irgendwo Yoshi-Coins, die ich jetzt nicht eingesammelt habe. Ich hoffe nicht. Die hole ich mir jetzt aber gerade mal noch, weil die kann ich mir holen. Die hätte ich mir natürlich vorher schon längst holen können, aber... Nee. Kann ich ja nicht wissen, dass ich vielleicht brauche. Ist hier oben noch irgendwas? Nee, da ist nichts mehr. Definitiv nicht. Also hier rüber, das ist alles kein Thema, aber jetzt? Hä? Da muss man irgendwie richtig hochkommen. Vor allem, ich lande ja auf den Mann schon. Selbst wenn ich den Sprung schaffe. Irgendwas fehlt mir hier. Ich schaffe den Sprung ja auch nicht mal. Vielleicht geht das auch irgendwie anders, dass man da wirklich noch viel höher kommt. So vielleicht. Aha! Mehr Räume. Das will ich aber nicht. Das ist das Normal Exit, ne? Da ist der Schlüssel. Ja. Dann will ich da höher. Und mich da irgendwie festhalten. Ah, an dem Ding vorm Ziel kurz. Wie komme ich denn da jetzt hoch? Das wird interessant.
Komme ich da immer höher? Nein, das ist einfach dann die feste Höhe, okay. Vielleicht so von oben drauf. Das kann sein. Ah, gut. Nicht die Ecke. Warum? Wie komme ich da oben an das Netz ran? Kommen. Vielleicht ist er aber auch schon höher Netz, sodass ich mich da eher festhalten kann. Das kann. Ich will dann nicht durchs Ziel. Fuck. Das war jetzt höher als sonst. Jetzt noch höher. Keine Ahnung, wie man das macht. Ich habe irgendwie den Eindruck, ich muss mich da oben schon irgendwo festhalten und gar nicht da beim Ziel. Dass ich da ein ganz anderes Netz eigentlich ran soll. Scheiße. Shit. Oder ich versuche erstmal grundsätzlich einfach beim Ziel zu bremsen und mich da umzugucken. Das könnte ich auch machen. Allerdings, ich glaube, das beim Ziel bremsen wird eher nicht möglich sein. Ja, da knall ich voll rein. Auch schön. Wir machen hier lauter verschiedene Sachen, aber nicht das, was wir wollen. Oh! Da hätte ich jetzt die Ecke gerade erwischt. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Oh, schon wieder. Nein. Jetzt springt er wieder nach da. Ah, wie komme ich an den Schlüssel ran? Kann ich irgendwie dafür sorgen, dass das Ziel verschwindet? Ah, dann sind wir schon wieder beim Glitchen. Das ist hier nicht gefordert. Und das kann ich ja auch nicht machen. Ich habe ja nichts da, womit das ginge. Nein, ich glaube, ich muss einfach wirklich einen guten Sprung hier ansetzen. Ich weiß leider noch nicht, von wo aus nach wo. So nehme ich irgendwie nicht. Spring höher. Höher. Scheiße. Au.
Wie geht das? Mal gucken. Aber ich glaube, es bringt mir nicht mal was, wenn ich da kurz davor stoppe. Ich muss da wirklich schon höher am Anfang. Aber wie schaffe ich das? Wie schaffe ich das, da hochzukommen? Nee, so schon mal nicht. Ich müsste irgendwie seitlich ranspringen, glaube ich. Irgendwie so. Oh! Scheiße, das war gut. Das ist nice. Das ist es. Okay. Von da unten so quasi. Ah, I see. Okay, dann können wir das auch wieder mit normaler Geschwindigkeit machen. Oder auch nicht. Machen wir es lieber wieder mit der hier. Da treffe ich es wohl besser. Ja, da treffe ich es besser. Okay. Und... Ah, nicht gereicht. Moment, ich musste... Das war das. Ich glaube, ich muss so von unten ran. Ja, so muss ich das machen. Dass man quasi hier so die Ecke anspringt. Ja gut, wir machen es mit Slow-Mo. Ja, ich kann mich entscheiden. Nee, 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 nee. Das sieht doch ganz nett aus. Nein, hat nicht gereicht. Da geht er wieder zu hoch. Zu niedrig. Viel zu niedrig. Viel, viel, viel zu niedrig. Nein. Das wird, glaube ich, nichts. Oder? Nee, nee, niemals. Niemals. Das sieht auch wieder sehr nice aus. Nichts drücken am besten. Ja! Ah, das... Boah, das sah eng, echt eng aus. Huch. Nein. Nein. Oh, das sah gut aus am Anfang, aber... Hat sich dann als Niete herausgestellt. Auch in Ordnung. Jetzt! Oh, meine Herren! Okay. Schlüssel holen. Und es geht noch weiter. Aber hoffentlich nicht sehr weit, denn die Zeit wird knapp. Wahrscheinlich ist dann einfach irgendwo in der Luft das Schlüsselloch. So wird es sein. Really, auch noch ein Springboard, okay. Jetzt wird's aber langsam knapp hier. Da sieht man noch nichts. Na. Jawohl. Ich hab's doch gewusst. Aber das erwischt man, gut. Ich hab's doch gewusst, dass es einfach in der Luft sein muss. Mann, Mann, Mann! So, wo sind wir jetzt? Das interessiert mich jetzt natürlich. Ah, das ist genau der Stern, okay. Gut. Gut, 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 gut. Dann haben wir hier wieder genug gedönst. Star Scroll klingt nicht gut, das wird wohl ein Scrolling-Level. Das reicht mir jetzt auch mit der Aufnahme. Ah, oh, so ein Scheiß. Danke fürs Zuschauen und tschüss.